So. Willkommen zurück. Vielleicht mache ich doch einen letzten Part dann zusammen, einen größeren. Muss ich mal überlegen, ist ja eigentlich auch nicht ganz so wichtig. Wir werden jetzt die Naga-Form haben, also verabschiedet euch von euren Beinen. Das heißt natürlich auch, verabschiedet euch davon, obwohl er ist ja als Zaubermeister, glaube ich, nicht davon betroffen. Müssen wir jetzt mal gucken, da bin ich schon wieder gar nicht mehr so sicher, wie er so lange her ist. Sie hat auch mal einen Stack da hergeholt, die hat auch ihre erste Sturmbringerin. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall Spaß an diesem Kampf, das wird ganz gut laufen. Aber auch schon wieder abgehauen. Ja, mein Gott, nervt mich dann immer mit einem Gedöns. Ihr seht, wir sind immer noch in Schulden. Haben aber jetzt gleich unsere Naga-Verzauberung. Nagestalt. Und zwar wird er mit transformiert, genau. Da wusste ich natürlich, ganz klar. Was klar ist, wir können unsere Elefanten jetzt eh nicht mehr tragen, aber dafür haben wir hohe Geschwindigkeit. Das heißt, wir sind sehr schnell im Kampf. Wir sind amphibisch, das ist halt besser, ne? Statt eigenes Schiff Malus zu haben. Wichtig ist das Entschlüpfen. Werden nochmal geheilt. Das haben die anderen Gegner jetzt auch, müssen wir dran denken. Können nicht elektrifiziert werden. Und wir haben mehr Verderbnis und Blitzwiderstand. Ja, und wie gesagt, ihr könnt keine Reittiere und Beingegenstände mehr haben. Seht ihr hier unten, ist ausgegraut. Ist tatsächlich okay, weil wir ja schnelle Bewegung haben. Aber eben, wie gesagt, wenn ich einen DLC rausbringe, wo ich fast nur Mounts als Selling Point habe, ist es ein bisschen paradox, weil es gibt ja jetzt so viele neue Mounts und im Endeffekt hat man eigentlich nichts davon. Muss ich einfach schimpfen, denn das ist nicht gut. In meinen Augen zumindest. Und das ist jetzt unsere Stacks. Ihr seht, Dunstling, Sturmbringer, Sturmbringer, Sturmbringer und halt unsere angestammte Wächterin. Die jetzt natürlich auch extrem gebufft ist. Ich hätte mir noch ein, zwei mehr Buffs gewünscht, aber ist halt so. Also so sehen unsere Stacks jetzt tatsächlich aus. Ihr seht, ganz viel Sturmbringer, ganz viel Wächterin, ganz viel Dunstlinge. Dunstlinge sind jetzt auch nicht das allerbeste, aber ja, machen wir einfach mal. Jetzt hat sich die andere wieder zurückgezogen, glaube ich, ja, unsere Verbündete. Wieder hin und her belagert, aber ist eigentlich ganz cool. Ich finde es gut, dass die sehr aktiv sind. Ich weiß, dass ohne Mod die einfach auch nicht so aktiv sind. Das ist dann nicht immer schön und eher so ein bisschen traurig. Nur ist natürlich jetzt auch, wir nutzen diese Situation nicht aus, dass die Krieg führen. Finde ich aber auch in Ordnung, gerade als Showcase muss man es auch nicht übertreiben. Sehr gut, jetzt können wir hier noch das Ding anschließen und dann können wir den eigentlichen Krieg erklären, würde ich sagen. Können hier unsere zwei Stacks zur Sicherheit am abstellen. Die sollten auch wenigstens ein bisschen was verteidigen können. Wichtig ist, das habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, da müssen wir jetzt gleich gucken, ob sie natürlich wieder nervig irgendwo einen Zauberblocker hat. Das dürfen wir natürlich nicht zulassen, ist ganz klar. So, dann Krieg erklären. Gerechtfertigen Krieg. Wir hassen uns. Ich hasse dich. Alles gut. So, auf geht's. Hätte ihre Einheiten rausgezogen. 60 Verteidigung ist vollkommen in Ordnung. Wir bräuchten halt tatsächlich, das mache ich jetzt mal mit diesem letzten Dunstding hier, so ein bisschen Speer, der mal guckt, ob hier irgendwo so ein blöder Zauberblocker ist. Warum werden die nicht mehr angezeigt? Ich glaube, ich habe die irgendwie ausgemacht. Kann das sein? Farmprovinz, Farm, Farm, Farm. Alles gut. Megalith ist uns auch komplett egal. Farm und der Wasserprovinzen sollten Zauberblocker nicht haben können. Von daher Wurst. Dann gehen wir jetzt mal hier hin, provozieren hoffentlich, dass sie zurückkommen mit ihren ganzen Einheiten. Das wollen wir natürlich langfristig erreichen. So. Und können jetzt ja die Projekte. Wir haben jetzt Lass die Hunde los, ist ganz cool. Gibt uns zwar ein bisschen was über Schutzangriff, natürlich auf keinen Fall. Wir nehmen Onager errichten, um schon mal ein bisschen was drunter zu setzen. Ich würde natürlich lieber die Hunde nehmen und Ausräucherung. Ich glaube, wir nehmen nochmal Ausräucherung und dann nehmen wir noch eins, was hoffentlich auf 4 Runden runtergeht. Ich kann mal das noch auf 3 von erniedrigen. Ich glaube nicht, ne? Ich mag ja dieses Belagungssystem. Ist irgendwie, finde ich, sehr gut. Aber es hat natürlich, obwohl es jetzt hier eigentlich geht, manchmal auch so ein bisschen diesen Beigeschmack. Es dauert einfach so lang. Aber hier, wie gesagt, geht's vollkommen. Habe ich jetzt irgendwo 3 gesehen? War ich gerade blind? Nee, okay. Also haben wir jetzt Onager und wir nehmen Ausräuchern. Wir nehmen jetzt mal nicht die Kriegshunde, einfach weil wir hauptsächlich unsere Einheiten jetzt mal testen wollen. Dass die Beschwörung und so weiter. Werden sie aber trotzdem debuffen, damit sie schön vergiftet werden, was ich eigentlich eine ganz coole Geschichte finde. Ja, und dann werden wir uns einfach hier in diese Belagerung hineinbegeben. Mal gucken, wie sie reagiert. Das ist das Wichtigste. Okay, sie reagiert jetzt mal, indem sie die armen Dunstling umklatscht. Herzlichen Glückwunsch, aber wir haben dafür wenigstens noch die Winterelfe mitgekillt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und ja, er hat natürlich, sie hat ihre Armee zurückgebracht. Das war abzusehen. So einen Dunstling mal zur Sicherheit holen. Wolkenbruch können wir auch noch machen. Bringt uns aber nicht so viel, weil die Nagas ja von denen ja auch natürlich, ihr seht da, amphibische Wasserbewegungen sind nicht betroffen, weil auch Naga-Einheiten sind. Dadurch können wir da nicht wirklich machen. Ich könnte jetzt ein Kopfgeld erstellen. Und zwar könnte ich sagen, Gotheim einnehmen und dafür könnte ich ihr 288 Mana geben. Ihr seht, das heißt, ich könnte jetzt ihr sagen, hey,
Oh, hier steht, nee, ich kann euch keine Versprechung machen, aber ich akzeptiere das Kopfgeld. Das heißt, sie würde jetzt das annehmen und versuchen, diese Stadt einzunehmen. Auch neue Mechanik durch den Wolf-Patch. Können wir noch irgendwas machen, was uns noch einen militärischen Vorteil bringt? Ich glaube... Ja doch, hier, wir halten 20, genau, das ist ganz gut. Kriegen wir noch ein bisschen Zauberpunkte, das heißt, wir können noch mehr von den Imba-Spinnen beschwören. Ich hoffe jetzt nicht, dass die noch einen Zauberblocker bauen, sonst muss ich echt weinen. Wobei der Zauberblocker ja auch ein bisschen genervt wurde, ne? Ihr seht hier, die Kosten sind um 100% erhöht von den Kampfzauberpunkten, wichtig. Das heißt, ihr könnt jetzt mittlerweile wieder zaubern. Das war ja vorher komplett lächerlich, dass man einfach gar nicht zaubern konnte. Was halt in meinen Augen auch nicht ging, das kann man nicht als sinnvoll erachten. Ja, hier ist dann ihre Armee. War noch nicht immer ihre Chefin, die ist da noch mal nicht bei. Ich will eigentlich, dass sie jetzt zurückkommt tatsächlich. Ich möchte nicht jetzt eigentlich noch hinter ihr herlaufen. Das wäre ganz cool, wenn sie jetzt einfach mal zu uns kommen könnte. Wir haben Freuden des Gemetzels durch. Wir können jetzt noch... Naga ist wohl eine große Transformation, das heißt, wir können natürlich keine andere erhebliche Transformation nehmen, aber wir könnten noch gucken, ob wir irgendwas noch brauchen. Ein Flammenspross zum Beispiel finde ich ja auch richtig cool, wenn wir jetzt doch was länger bräuchten. Allerdings hat die, glaube ich, kaum Flammenschaden, von daher nicht ganz so gut. Was wir haben wollten, wäre ja eigentlich Elementare, aber dafür bräuchten wir halt viel mehr Materie. Ich glaube, da kommen wir auch nicht mehr zu, weil wir dafür einfach zu stark schon sind, als dass wir da nochmal hinkommen. Hier können wir die nämlich zu Pflanzen machen, das wäre aber nur mit Gaias auserwählen. Wir haben ja, wie gesagt, schon eine größere Transformation. Habe ich übrigens auch komplett wieder vergessen. Ich tue mal so, als wenn ich es nicht getan hätte, aber ja. Das war nicht so gut. Ich könnte die verstärkten Pfeile hier wieder nehmen. Dann würde nämlich 30% ihres Schadens wird wieder weitergegeben. Problem ist halt, dass die Einheiten gegen Blitz relativ immun sind. Und deswegen würde uns das nicht so viel bringen, wie ich das jetzt eigentlich hoffen würde. Das heißt, wir würden irgendwas nehmen, was noch so einen Buff gibt. Ja, das ist zum Beispiel ganz cool tatsächlich. Weil geschwächt und verlangsamt ist schon eine coole Sache, aber gibt halt keinen Schaden dazu. Das war dann noch immer. Ja, grausame Waffen ist auch sehr gut. Ne, niedrige Moral. Müssten wir auch hinkriegen, aber wir können auch einfach sagen, schieb drauf. Gehen hier auf ein Einserbuch und zwar Kryomantie. Kriegen hier nochmal zwei Buffs. Das würden wir jetzt auch einfach machen. Denkt dann mit dem Patch, der schon mal länger zurückliegt, ist ja auch das wieder genervt worden. Ihr könnt jetzt nicht mehr Imba irgendwie durchforschen. Das wollte man ja auch verhindern. Das heißt, wenn ihr das T1 Buch forscht, das zu spät im Spiel, mein Gott, lass mich klicken, Spiel ist, dann werdet ihr trotzdem die Kostenerhöhungen haben. Ne? Immer dran denken. Ist auch wieder ein bisschen schade, aber ja, ich kann das, kann ich schon irgendwo verstehen. Ja, sie versucht das Kopfgeld durchzuführen. Das heißt, sie wird versuchen, gut Haarheim anzugreifen. Während sie hier von allen Seiten geplündert wird. Ich glaube, sehr viel schafft sie nicht mehr. Aber eigentlich müsste sie ja hier diese Armee mal beseitigen können. Wobei die jetzt auch nicht schwach aussieht. Deswegen können wir hier noch ein bisschen was, keine Ahnung, brauchen wir mal eine Steinmauer, damit uns hier nicht irgendwie jemand überrennt. Weil sie kann ja jetzt natürlich jederzeit von da hinten kommen. Unsere Armeen sind aber jetzt auch nicht schwach hier, muss man dazu sagen. Geld hat sich auch einigermaßen stabilisiert. Und jetzt können wir... Okay, jetzt kommt irgendwas gedönst. Ja, ist mir egal. Ja, wir haben jetzt leider keinen Kampf hier produziert. Finde ich ein bisschen schade. Finde ich tatsächlich sehr schade. Ich hatte gehofft, dass sie nach hier kommt. Was heißt, wir werden jetzt gegen diese Armee kämpfen. Ich meine natürlich, einen Sturmbringer auszulöschen. Warum nicht, ne? Wo ist sie denn? Das ist die Frage. Also sie greift jetzt hier an mit ihren 2,5 Stacks. Wow, richtig Schrott, was sie da noch hat. Oh Gott, die wird von allen Seiten geplündert. Frage ist, wo ist Nemue? Weil genau das hatte ich das Problem, dass wir jetzt natürlich hinterherlaufen, wie so ein Idiot. Und dieser Kampf ist halt erbärmlich einfach. Guckt euch das an. Aber wir werden es trotzdem angucken. Einfach damit wir was geguckt haben, wie denn unsere Einheiten die wegrasieren. Das machen wir jetzt mal schnell. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht, weil ich das viel zu schnell mache, dann doch noch Verluste erleide. Aber es sollte eigentlich fast unmöglich sein. Also, das wäre schon echt eine schwierige Geschichte. Jetzt sehen wir unsere ganze Pracht der Armee hier. Unser ganzes Primal Fury Gedöns. Können wir ja zum Beispiel springen mit unserer Hellebardin. Boom. Batz. Kriegen wir schönen kritischen Treffer. Perfekt. Und das können wir tatsächlich auch bis hier vorne laufen. Was echt? Und dann noch reinspringen. Das ist ja richtig cool. Das ist tatsächlich extrem stark, ey. Boah. Das ist natürlich übel. Jetzt nicht zu gierig. Erstmal ein bisschen gucken, weil hier rüberkommen. Reichweite wäre halt... Also wir können jetzt zum Beispiel so machen, dann können wir den Turm schon fast töten. Also ihr könnt das immer ansetzen vorher, was auch extrem stark ist, kann ich euch nur sagen. Ach, hier sind so Nägel, nervig. Aber auch extrem stark ist tatsächlich. Jetzt wenn ich weiter in den Nägel gehe, könnte ich tatsächlich... Komm, scheiß drauf. Jetzt bin ich doch gierig. Und dann kann ich hier schon mal... Guckt euch den Schaden an. Boom. Oh Mann, ey, wie geil ist das denn? So, und jetzt hier. Wusch.
Und jetzt springe ich nochmal schön mit meiner helle Wahlin hier rein. Bob. Und kriege ja den Verteidigungsmodus auch noch aktiviert. Denk dran, das ist auch noch ziemlich cool. Zack, zack. Ja, du kannst ruhig schlüpfrig sein. Ich sag's dir ganz ehrlich, das wird dir auch nicht mehr viel bringen. Und könnt jetzt hier den Turm zerstören oder hier das. Machen wir den Turm einfach ein bisschen weg. Boom. Ja, du kannst, keine Ahnung, geh einfach mal hier rüber. Ihr könnt auch hier rüber gehen. Das ist der nächste Sturmbringer. Bums. Elektrifiziert. Die ist nämlich nicht immun dagegen. Oder dieser Wyvern ist nicht da immun gegen. Und Batz vom Dunstling. Ihr seht, was die mittlerweile für einen Schaden austeilen durch unsere Buffs. Guckt ihr das an. Das ist jetzt nur der Kleine. Jetzt guckst du dir mal von dem den Speer an. Das sind 41 Schaden. Und dann die ganzen Buffs. Und seht ihr, brennen, elektrifiziert, Segen. Gut, der Segen ist ja normal, aber Flammenstoßwaffe für diesen AOE-Effekt. Das ist schon lecker, lecker. Genauso habe ich mir das ehrlich gesagt vorgestellt. Ah, jetzt kann ich den nicht angreifen. Das war jetzt nicht so schlau von mir. Können wir nochmal einmal zurückgehen, bitte? Ja, machen wir. War das jetzt so richtig? Ah ja. So. Bums. Nochmal einen drauf. Ist auch übrigens eine angestammte Wächterin vom Gegner. Wollen uns aber auch nicht weiter kümmern. Ich glaube nämlich, die werden wir jetzt einfach mal töten. Einziges Problem ist halt der eigene Sturmbringer, den die haben. Der kann uns natürlich ein bisschen auf die Nerven gehen. Blutung, wieso kann ich... Achso, ist nicht in Reichweite. Die ist leider auch überhaupt nicht in Reichweite. Können wir einmal hier... Ja, schwierig. Na, lassen wir einfach da hinlaufen, egal. Und wie immer, wir greifen an und haben natürlich unsere Armee komplett gesplittet, weil das ist immer das Effizienteste in Kriegsführung. Kann man nicht anders sagen. Ja, keine Ahnung, hier halte ich mal. Frist der Regeneration. Okay. Und dann können wir abgeben. Gucken mal, was so passiert. Wie gesagt, ich kann zu gierig gewesen sein. Jetzt ordentlich auf die Mütze bekommen. Was natürlich böse wäre. Aber sieht nicht so aus. Alles gut. Die Reinheiten sind auch einfach nicht so gebufft wie unsere. Deswegen haben wir da eigentlich gesehen, was die für Schaden für uns ist. Gar nichts. Das ist wirklich lächerlich. Guckt euch das an jetzt hier. Sich den Nahkampfangriff mal schön nach hinten. Ja, entschlüpft natürlich noch. Das heißt, jetzt sind sie hier vorne. Ob ihnen das wirklich was bringt, das wage ich zu bezweifeln. Aber gut, jedem das seine. So, dann können wir hier einmal nach oben. Markieren wir mal, ne? Wir können ja noch immer unsere Spinne beschwören. Mal ein bisschen die Batz, 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 die Nymphe einfach mal komplett aus dem Leben knödeln. Ja, und dann können wir eigentlich aufräumen, ne? Kannst einmal einen Schrotflintenschuss machen. Zack, zack, zack. Da haben wir den Zorn der Tunnelspinne auch noch, ne? Auch noch super cool. Und ja, wir können hier noch ein bisschen AOE drauf ballern. Ist mir egal, ob du Blutung bekommst, ehrlich gesagt. Ja, die ganzen Schlüpfleute müssen wir natürlich auch noch killen. Die kriegt das natürlich auch nochmal mit Schlüpfrigkeit, aber ist jetzt nicht so wichtig. Ups. Also, okay, reicht mit dem Crit. Ich kann gerade sagen, jetzt haben wir die noch am Leben gelassen. Okay. Dann können wir hier einfach mal... Ach komm. Laste. Genau, das ist ja auch wichtig, die Attacke habe ich ja noch... Habe ich, glaube ich, mal erwähnt, dass sie sich ja zurückziehen kann. Das ist auch ganz cool. Und hier nochmal... Schöner Crit. Ordentlich brutal Schaden. Ja, kriegt unsere Spinne auch was ab, ist egal. Ja, und dann haben wir hier vielleicht mit dem Töten. Ach ne, geht ja gar nicht. Was der drei Aktionspunkte, das bringt natürlich nichts, aber hiermit. Zack, und damit haben wir die Sturmbringer vom Gegner tot. Und okay, hier ist ein bisschen buggy. So ist der. Also, die ist schon tot. Die ist nur noch angezeigt. Ein Anzeigefehler. Und das lief doch ganz gut. Also, es zeigt schon, wie krass mächtig diese Sachen sind, ne? Also muss man einfach sagen. Zerstören wir oder Vasallen schon übernehmen? Wir können sie auch übernehmen. Kostet halt 700. Ne, wir geben die ab. Vier Runden müssten wir die dann bekommen. Und wir kriegen nochmal Level-Ups für alle unsere Einheiten. Haben hier noch nicht und auch immer nicht die Ausdauer-Geschichte. Ein bisschen bitter. Hier haben wir aber eigentlich alles. Ja, Tierpfleger bringt uns gar nichts. Wenn wir jetzt schon zum Handeln nehmen, ist das natürlich auch ziemlich cool, weil wir dann die Speere weiterwerfen können. Das machen wir so. Auch wenn wir dann unser Helden jetzt gar nicht buffen, in dem Sinne. Jetzt würde ich halt gerne wissen, wo ist sie, ne? Ich weiß jetzt, wenn ich jetzt hier rumlaufe, dann kann die einfach wieder drauf gehen, dann ist wieder die ganze Verteidigung da. Aber andererseits, eigentlich ganz gut, ich lasse sie jetzt einfach mal hier kommen. Und hoffe, dass sie sich die Stadt zurückholt und auf den Lockvogel hier Stadt einfach reinfällt. Tut sie aber nicht. Winterbruch? Wo ist der Winter? Achso, ja, die haben wir wahrscheinlich hier. Genau. Holholm und so weiter gehört denen wohl.
Jo, sie will da Druck machen. Dann laufen wir jetzt einfach nach oben und killen die nächste Stadt, würde ich sagen. Können ja Nachschub jetzt hier hochschicken. Wichtig ist, sie hat noch eine dritte Stadt hier unten. Das heißt, sie kann sich jetzt dahin auch zurückziehen. Was ich natürlich ziemlich lame fände. Aber ja, kann natürlich passieren. Wir gehen jetzt hier mal rüber und gucken mal, ob wir vielleicht da die Stadt auch so einnehmen können. Wobei da mindestens zwei Stacks sind. Weiß natürlich nie bei der KI, ob es doch noch mehr sind. Ja, ja, ja. Kann ich nicht einfach rüberkommen? Können wir nicht einfach uns richtig schön die Köpfe einschlagen? Das ist doch jetzt nicht so schwer, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch jetzt nicht so schwer. Wir können uns einfach die Köpfe einschlagen. So, jetzt Frostpfeile bitte. Nee. Forschung mischen. Forschung mischen. Ah, danke, Frostpfeile. Und dann erforschen wir die Frostklingen, um unsere Einheiten noch mehr zu verstärken. Also einfach komplett lächerlich zu machen. Jetzt, genau das habe ich befürchtet. Das habe ich euch in den Patch Notes gesagt. Ich habe es euch gesagt. Jetzt kommt jede Runde dieses Nachricht. Ich mache Fortschritte. Ja, ist okay. Mach doch einfach und sag mir Bescheid, wenn du es geschafft hast. Mir ist doch relativ Wurst, wie du das schaffst. Das ist mir doch komplett egal. Das brauche ich doch gar nicht zu wissen. Wenn ich wissen, wie der Käse gemacht wird, ich möchte ihn einfach nur verspeisen. Dankeschön. So, das geht, kriegen wir eigentlich hin. Außer da kommt jetzt aus dem Nichts heraus noch eine andere Armee. Müssten wir das hinbekommen. Wie, ihr könnt noch weitergehen? Ja, macht doch. Kann ich da jetzt noch weitergehen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann bitte einmal weiter. Und dann gehen wir hier ins Wasser und werden uns zur nächsten Stadt begeben. Wir sind natürlich jetzt, das Problem ist, wir haben natürlich jetzt die Dunstlinge dabei. Die können natürlich nicht amphibisch vorgehen, was ein bisschen lästig ist. Aber soll uns auch nicht weiter kümmern. Jetzt gucken wir, dass wir hier... Schon wieder aktualisiert. Lass mich in Ruhe. Okay. Und die denn? Das ist die Armee von dem Typen, oder was? Warum muss die mich jetzt angreifen? Warum nervt die mich? Ach ja, ich nehme den Verlust an. Ist okay. Bin zwar trotzdem ein bisschen albern, aber ist okay. Ja, dann würden wir jetzt hier die Hunde ausräuchern und wir bauen noch... ja, Onaga ist ein bisschen teuer, ne? Mal hier Mauern untergraben, Wehrgänge zerstören. Mauer, Wehrgänge zerstören. Achso, dauert trotzdem drei Runden. Ärgerlich. So, dann beschwören wir weiterhin unsere Dunstlinge, bis wir kein Mana mehr haben, was wir jetzt schon bald nicht mehr haben. Also wir müssten jetzt auch nochmal in den Tree reingucken, um uns vielleicht noch irgendwie Mana zu besorgen. Machen wir erstmal hier für ein bisschen Geld. Provinzverbesserungen liefern Geld. Dann können wir uns hier noch ein bisschen was an AR-Gegenständen besorgen. Das ist ziemlich cool. Überrest verkaufen, jo. Überrest verkaufen, brauchen wir auch nicht mehr. Dann können wir nämlich hier diese Krone geben. Kriegen wir nicht Sternenklinge dazu. Das ist immer ganz cool. Schützender Mantel ist totaler Crap. So, okay, Ring. Okay, nur Feuerwiderstand. Und Umkehrung. Also die haben alle nur noch so vorgefertigte und nicht vorgefertigte gebaute Gegenstände. Haben wir jetzt momentan auch gar nicht benutzt übrigens. Aber hatten wir jetzt auch nicht die Zeit zu tatsächlich. So, weiter geht's. Wie weit können wir noch gehen? Geht noch sehr weit, das ist gut. Wir möchten das Ganze jetzt auch nicht künstlich herauszögern. Wobei ich ein bisschen nervig finde, dass sie jetzt echt komplett abgehauen ist. Ich frage mich, ob die jetzt gleich hier die angreift oder ob die jetzt wirklich einfach sich irgendwo, keine Ahnung, zurückzieht. Offensichtlich. Sie sind immer rote Armeen übrigens, die alles mögliche plündern. Aber hier ist noch was von Nemue. Warum auch immer. Nicht ihr. Übrigens. Ne, das haben wir noch. Genau, es ist gleich fertig. Okay, ich dachte gerade schon, wir hätten die Stadt schon verloren. Ne, das haben wir geschafft. Das ist gut. Das heißt, wir können hier direkt auch nochmal jemanden einsetzen. Nehmen wir einfach mal die da oben. Und ja, können uns... Ja, wir brauchen mehr Moral. Wobei das am... Ich glaube... Liegt das daran überhaupt? Weil so wenig Moral. Wie viel hat die denn? 19er Stand. Na gut, das ist natürlich auch schon ziemlich krass. Wollen wir das noch irgendwie verbessern? Ne, sieht nicht so aus. Aber ein Landesteg können wir nehmen. Ist doch schön. Nehmen wir dann doch einfach mal. Genannte Einstellung, bla bla bla. Wüstland hat auch. Ach, da hatte ich noch gar keinen. Oh Gottes Willen, das ist natürlich ein Fail. Gar keinen Statthalter eingesetzt. Das hat uns 4 Ressourcen gekostet. Mana-Obelisk, bitte. Wir brauchen dringend Mana. Wobei wir jetzt wieder durch die Stadt ordentlich dazu bekommen haben. So, deswegen. Ach ja, weil ich ein Idiot bin. Das ist das Problem. Deswegen ist er kein Statthalter. Gucken wir nach den höchsten Ressourcen, aber die wird hier immer angezeigt, weil sie natürlich. Ah, obwohl sie schon zugeordnet ist. Wo ist sie denn, ey? Oh, ich hasse das, hinter der KI herzulaufen. Das ist auch so ein Grund. Deswegen schneide ich auch gerne. Ich möchte es nochmal erwähnen, mir egal wie nervig das ist. Weil, was ist das jetzt? Warum muss ich ihr hinterherlaufen? Warum kann die KI
nicht einfach, bitte, einfach jetzt sagen, okay, ich habe verloren oder ich muss versuchen, jetzt hier irgendwie noch Gas zu geben. Nope. Sie ist jetzt einfach verschollen. Ne? Sie ist jetzt wirklich einfach nicht mehr da. Und niemand wird sie mehr finden. Das ist halt so bescheuert. Ist das nervig. Okay, irgendeine Dingens. Sirenentruhen kriegt mehr Zufriedenheit. Nehmen wir an tatsächlich. Die Kohle dafür, alles kein Problem. Ich wette, die kommt jetzt gleich hier unten in der Stadt. Ich weiß es doch jetzt schon. Ich habe jetzt schon so ein schlechtes Gefühl. Machen wir mal schnell noch ein paar Dunstlinge hin. Auch wenn es das jetzt langsam in den Bankrott treibt. Das mal als Favorite festlegen. So. Wo ist sie? Wo verflucht noch eins ist sie, ey? Geht mir das auf die Nerven, ey. So, Frostpfeile haben wir auch durch. Damit sind wir eigentlich soweit set up. Das ist alles nur noch Bonus, was wir jetzt bekommen. Jetzt diese Frostpfeile natürlich noch aktivieren. Das dauert eine Runde. Die Kosten sind zum Glück nicht gestiegen, was schon mal ganz gut ist. Und dann klatschen wir schon mal die erste Stadt, die sich hier frecherweise neben uns platziert hat. Und dann haben wir die auch durch. Das ist natürlich keinerlei Problem. Wusste ich natürlich, deswegen habe ich natürlich nicht panisch noch ganz viel von den Viechern. Wohl werden das einfach zum Vasallen machen. Und den Rest setzen wir dann hier hinten zum Teleporter, damit wir notfalls immer reagieren können. Das ist doch eine sinnvolle Sache. Ja, Monolith bitte. Ich brauche einfach noch mehr Mana. Ja, Helden aufgestiegen. Ist mir eigentlich relativ egal. Nee, nicht Bogenschießen. Hier, mach unten mal. Inspirierender Anführer. So. Kriegstrupp. Och nee, nerv mich doch nicht. Ja, genau. Kriegstrupp kommt noch. Dann nehmen wir Adlerauge hier bei unserem Flintenheini. Wunderschön. Und wir könnten noch mehr hier nehmen. Nehmen wir einfach mal 1000 Mana dazu. Warum nicht? Und wir können hier noch irgendwelche... Ups, nee. Irgendwelche Leichen verkaufen, weil das ist immer eine ganz gute Geschichte. So, jetzt warten wir noch immer, dass sie halt mal irgendwann kommt, ne? Warten halt einfach noch darauf, dass sie kommt. Könnt ihr bitte kommen? Wir wollen den letzten Kampf noch haben, bitte. Ja, diese Stadt wird zu Vasallen gemacht. Mhm. Ostpfeile. Das ist nur einer, wenn noch stärker. Möchte ich nur mal betonen. Also wir können jetzt mittlerweile noch mal die Gefahr sehen, die jetzt von diesen Einheiten ausgeht. Du kannst dich bitte da hinsetzen. Schlafen, schlafen, schlafen. Jo. Und zwar können wir uns jetzt mal ansehen. Wir haben jetzt ein Damage von 18 plus 16, das sind 34. Plus 5 sind 39, plus 5 sind 44. Elektrifizieren, brennen, lassen die Einheiten platzen und verlangsamen. Extrem stark. Und das ist ein AOE-Effekt, ne, in der Linie. Und das hier oben ist auch nochmal ein AOE-Effekt. Das sind 16... 21, 26 und kann dreimal wiederholt werden. 26 mal 3 könnt ihr ausrechnen, sind 60 plus 18. Das sind 78 Schaden, die ich potenziell machen kann. Natürlich kommen Verteidigung und so weiter natürlich ab. Aber trotzdem, Halleluja, das ist brutaler Schaden. Ich glaube, damit kann uns eigentlich keiner mehr was. Und ist im Vergleich auch zu dieser ganzen Räuberkultur, finde ich halt um ein x-faches stärker, mächtiger und besser, um ehrlich zu sein. Und wo verfluchte Schiete ist die? Also hier steht irgendwie eine Armee, die ich auch nicht verstehe. Da ist irgendwie so ein... Kann sein, dass das Kopfgeld ist? Weiß ich nicht. Die ist hier tatsächlich unsichtbar. Die steht da tatsächlich einfach nur noch AFK rum. Und hat aufgegeben. Das kann durchaus... Ja, tatsächlich. Es ist tatsächlich so. Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst. Das war jetzt gerade nicht dein Ernst, dass eine KI, die gerade einfach umgeklopft hat. Es ist nicht dein Ernstspiel. Ich bin sprachlos. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin komplett sprachlos. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie da irgend so ein Trupp von einer freien Stadt ankam und diese Herrscherin, die einfach komplett wahllos in der Mitte der Map stand. So viel zum Lob für den Mod. Gut, ich glaube, sie hat einfach aufgegeben. Aber was zum Teufel? Naja gut, man hat trotzdem, glaube ich, die Vorbringer gut sehen können. Ich hätte mir schon ein bisschen mehr Action gewünscht haben. Muss ich nächstes Mal auf jeden Fall nochmal auf die Schwierigkeit rumreiten. Aber es geht ja auch erstmal um Showcase. Wir wollen ja jetzt nicht hier eine Challenge großartig machen. Haben auch fast ohne Imperium gearbeitet. Von daher ist das schon eine ganz gute Sache. Würde ich behaupten. Wir können uns natürlich nochmal Verlauf ansehen. Da ist aber nicht viel geschehen. Ihr seht, das ist das gesamte Land. Das ist eine kleinere Landmasse. Hier unten war ja noch eine freie Stadt. Da war eine freie Stadt. Da war eine freie Stadt. Da war eine freie Stadt. Das ist ja komplett... Also sorry, es ist wirklich nicht schön, wenn ich geringe Bevölkerung habe... Und trotzdem sind noch überall freie Städte. Das ist doch nicht normal. Sorry, aber das geht einfach nicht. Guck, das ist da 1, 2, 3,
Das ist, glaube ich, keine gewesen. Nee, das, warum? Das ist doch schon eine Stadt. Die kommt doch erst später. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 freie Städte. Ich kann mich jetzt irren, kann plus minus 1, sagen wir mal einfach 6 freie Städte. Das ist schon tatsächlich extrem krass. Und ihr seht es jetzt auch hier, deswegen sieht man das nochmal im Mod. Ich bin tatsächlich Erster in Punkten hier. Ne? Das ist nicht normal. Ihr seht aber auch, das Pferd wandelt sich natürlich nochmal. Ist ja eigentlich ganz gut, dass es sich auch mal wandelt. Und dann habe ich sie natürlich einfach, oder ja, haben wir beide sie tatsächlich und die neutrale Fraktion sie umgeklatscht. Ihr seht aber, das schafft ihr normalerweise nie, ne? Dass ihr irgendwann mal einen Punkt habt, wo ihr wirklich Erster werdet. Das seht ihr hier. Das wird wahrscheinlich der Fall gewesen sein. Gucken wir mal. Ja, wo die sich wahrscheinlich gegenseitig auch umgebracht haben, ne? Denke ich einfach mal, ja. Würde ich jetzt einfach behaupten. Das würdet ihr auch brutal mit, ohne den Mod niemals schaffen. Also hier sind die balancierter, die kämpfen aber effektiver. Also an sich habe ich schon sehr oft erlebt, wobei das jetzt hier ja nicht der Fall war, aber sehr oft erlebt, dass sie sich wirklich gegenseitig vernichtet haben. Also wenn ich dann so ein 6-Spieler-Map hatte, haben die sich gegenseitig vernichtet. Ja, aber das wär's. Ich denke mal, wir konnten alle gute Eindrücke finden. Ich finde die Dunstdinger extrem stark, die Sturmbringer extrem stark, kommen natürlich wieder sehr spät, aber trotzdem extrem stark. Also sehr, sehr cool. Die Elefanten haben wir gar nicht benutzt in meinen Augen. Gut, die haben 15 HP dazu gebracht. Ne? Das ist es halt. Das ist ein Gimmick, mehr nicht. Aber ich finde die Einheiten von diesem DLC super. Ich finde auch, und das muss ich nochmal sagen, die Variation super, dass man halt verschiedene Totemtiere hat. Klar, das ist natürlich nur eine kleine Nuance. Aber diese kleine Nuance ist halt strategisch gesehen ja schon eine Variation. Das heißt, wenn ich das Spiel spiele oder schon viel gespielt habe, kann ich damit trotzdem wenigstens mal ein paar andere Strategien ausprobieren. Aber natürlich, und das hat die GameStar auch ganz schön gesagt, es ist halt ein klassisches Paradox DLC, ne? Es ist halt mehr vom Gleichen, aber Mechaniken, neue, also krasse neue Mechaniken findest du halt nicht. Das muss ich ganz klar sagen. Dieser Nebel ist halt ganz nett, aber das ist halt keine neue Mechanik in dem Sinne. Naja, egal, ich will es jetzt auch nicht zu lang weit treten. Jetzt gucken wir uns noch das Letzte an, und zwar können wir jetzt unsere Harima schön aufsteigen lassen, den Harima. Der benutzerdefinierte Herrscher, wenn du akzeptierst, wird er in dein Pantheon verschoben und aus der Liste der benutzerdefinierten Herrscher entfernt. Du kannst trotzdem weiterspielen und Herrschern aus dem Pantheon begegnen. Durch deine Eroberung des Reichs hat er nun die Möglichkeit, in dein Pantheon aufzusteigen. Gewährst du Harima Gezeiten wie über den Aufstieg. Der Anführer tritt deinem Pantheon bei und unterstützt dich eventuell bei zukünftigen Eroberungen. Das heißt, du kannst ihn dann nicht mehr als benutzerdefinierten Herrscher wählen. Also habe ich das tatsächlich auch im Patch falsch verstanden. Ist also einfach nur irgendein Dulli-Held, den du nebenbei mal beschwören kannst, wenn du Glück hast. Der dann halt, und das sehen wir jetzt hoffentlich, genau hier eine Aufstiegseigenschaft bekommt. Was ich ja extrem cool finde. Aber warum können wir das nicht mit den normalen Helden machen, die wir dann wählen als Fraktion? Deswegen habe ich nicht gedacht, das wird schon ziemlich krass, ne? Wenn man da so Buffs dazu kriegt. Aber ist doch egal, macht das doch bitte. Ihr seht es jetzt, also wir gehen einfach mal durch. Aufstiegseigenschaft Alchemist. Unterstützungsfähigkeiten gewähren plus 2 zufällige Statuseffekte. Wir verursachen geschwächt. Aufstieg Jäger. Schwört zu Beginn des Kampfes ein Wag. Der macht Blutung. Ziemlich cool. Und wir kriegen physischen Bonusschaden pro Stapel von Blutung auf dem Ziel. Auch ziemlich cool. Also sehr coole Sachen tatsächlich. Finde ich sehr schön. X-Fürst. Jedes Mal, wenn eine Einheit getötet wird, erlangt diese Einheit gestärkt und wird 15 geheilt. Kryomant. Das ist ja je nach Affinität. Ne? Deswegen haben wir wahrscheinlich jetzt recht viele, weil wir ja viele verschiedene Affinitäten haben. Aber jetzt keine, glaube ich, maximiert. Der Kryomant, dann einfach Frostwiderstand und wir können gefroren und verlangsamt zuführen. Richtig cool. Für jeden Standardangriff. What? Das ist ja richtig cool. Dann Nebelgestalt, unterstützt Fähigkeiten, wenden nachhaftender Nebel an. Total, also ist okay. Ich finde es nicht gut. Also verglichen mit Kryomant nicht spielbar. Dann haben wir hier tatsächlich eine neue Fähigkeit. Aufgestiegenes Lauffeuer. Sie dann halt leidet brennen. Und der springt auch noch eine angrenzende Einheit über und wird wiederholt. Das ist ja richtig cool. Und Sturmträger. Er leidet die Einheit Schaden, gilt für angrenzende Feinde. Er leidet 4 Blitzschaden und werden elektrifiziert. Also ich finde Pyromant extrem cool und Kryomant extrem cool. Also jeden Angriff auf gefroren. Aber das möchte ich halt bitte mit dieser Fraktion auch nochmal spielen können. Ich möchte den jetzt nicht nur im Pantheon haben. Ich nehme jetzt einfach mal. Ja, aber Pyromant, passt das? Ja komm, nehmen wir mal Pyromant. Ich finde das eigentlich eine ganz coole Fähigkeit. Oder? Ja doch, komm. Aufsteigen. So, und jetzt ist der hier drin. Jetzt geben wir erstmal Punkte, können wir uns auch nochmal kurz angucken. Wir kriegen hier noch ein paar Belohnungen, können wir nochmal freischalten. Und zwar habe ich hier oben die komplett vergessen, aber es gibt halt nur irgendwie so einen Bogen dazu. Ein bisschen Krähenmeister, kriegst du einen Grimmschnabelkrähe dazu, was eine ganz coole Geschichte ist. Der Rest ist nur noch, glaube ich, Fluff. Jo, ist nur noch Fluff. Also irgendwas Cosmetic. Und hier können wir noch die anderen Reittiere freischalten.
Krokodil gibt es ja auch als Reittier. Habe ich das nicht gesehen? Wo genau finde ich das? Habe ich das übersehen? Konnte ich auch bei den Fraktionen nicht auswählen. Ich würde natürlich jetzt einfach mal die Reittiere freistellen, auch wenn die natürlich nur Cosmetic sind. Aber ja, ist halt so. Übrigens, Druidisch Terraform fand ich auch sehr cool. Kann ich auch nur empfehlen. Gerade auf Elementareinheiten gespielt, ist das eine sehr coole Sache. Terraform haben wir jetzt nicht benutzt. Aber einfach für die Buffs ist das ein ganz netter Nebeneffekt. Ja, und jetzt, wenn ich das richtig verstehe, haben wir jetzt all diese ganzen Leute hier. Ihr seht, wie viel ich schon gespielt habe. Im Pantheon. Und die haben jetzt auch schon die Fähigkeiten, glaube ich, im Nachhinein noch bekommen. Okay, ich kann jetzt gerade nicht klicken. Als Held rekrutierbar. Wer rekrutierbar gewählt, kann dieser Gordia als rekrutierbarer Held im Spiel erscheinen. Andernfalls kann dieser Gordia als Herrscher im Spiel erscheinen. Das heißt aber, ich kann ihn jetzt selber nicht mehr wählen. Das heißt, wenn ich jetzt auf ein neues Spiel gehe. Achso, ist ja egal. Hier, Custom Realm. Und würde jetzt auf meinen Pantheon... okay. Ich kann es hier wählen. Wo ist er? Ist er da? Pantheon? Ja, okay. Wir haben extra Reiter. Ich wollte schon sagen, ich war schon ein bisschen fuchsig. Tatsächlich kann ich den jetzt nehmen mit dieser coolen Fähigkeit Aufstieg Pyromant. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Er ist jetzt auch ein Naga, ne? Das müsst ihr euch reinziehen. Aufgestiegene Transformationen sind Volkstransformationen, über die ein Herrscher bei seinem Aufstieg ins Pantheon verfügt hat. Die aufgestiegenen Transformationen gelten nur für den Herrscher, nicht für sein Volk, wenn die das nächste Mal in einem Reich erscheinen. Wie cool ist das denn? Das heißt, wir behalten jetzt Naga-Gestalt, sind also extrem stark am Anfang und Feenverbindung. Und Herz Zechers. Richtig gut. Finde ich extrem gut. Sowas sollte man weiter ausbauen. Also ist doch so. Ich hatte schon Angst gehabt, dass es nicht so ist. Wir behalten unsere Transformation und wir kriegen diese krasse Fähigkeit mit diesem Lauffeuer. Was konstant ja Damage machen kann, wenn man gut Positioning hat zumindest. Sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Also das ist tatsächlich, finde ich, mit das Beste. Kommt auch wieder mit dem Patch. Denkt dran. Kommt nicht vom DLC. Das hat nichts mit dem DLC zu tun. Ich finde trotzdem die Einheiten sehr cool vom DLC und die Variation der urtümlichen Kultur. Werde ich aber auch nochmal ein kurzes Video zu machen. Ja, das war es auf jeden Fall mit dem Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Eindruck zumindest so. Sollte auch nicht zu lang sein. Ich finde, das ist so genau die richtige Zeit. Es ist natürlich so, dass ich auch einfach dafür Zeit brauche, Kraft brauche. Und ich bin schon froh. Das ist ja nun mal einfach so, wenn man auch Klicks bekommt, Likes bekommt. Sind wir realistisch? Das ist ja Schwachsinn. Ich will ja irgendwie gucken, dass der Kanal auch mal rentabel wird, dass ich sagen kann, ich kann mir bestes Equipment holen und euch auch bessere Qualität liefern. Und deswegen ist das natürlich so, dass gerade Let's Plays, um es jetzt mal so aus dem Nähkästchen zu sagen, für die zwei Leute, die doch zuhören, natürlich nicht mehr so ankommen in der hohen Länge. Deswegen werde ich, wenn ich sowas noch mache, immer nur kürzere anstreben, damit es auch noch sinnvoll bleibt. Egal, zu viel Meta-Ebene. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, ich hoffe, ihr konntet gute Eindrücke vom DLC gewinnen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wie immer, haut rein.